Das ist meine Haarspange, das ist nicht von den Kindern. Was ist das denn? Mit der Windel sitzt sie hier. Schön. Wow, ist Wellness für die Füße. Gute Nacht für die Füße. Wie sie guckt. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Bei uns ist es schon Abend. Wir haben 7:15. Ihr wisst ja, ich filme eigentlich total ungerne. Ja, weil es einfach dunkel ist und wir haben Licht zu Hause. Aber die Qualität, finde ich, ist dann nicht mehr so top. Aber gut. Ja, warum ich so spät jetzt dieses Video anfange. Der Tag heute, oh, ich sag's euch Mädels, es war so ein Tag, ein chaotischer Tag, ein, weiß ich nicht, Tag. Die Nacht war schon richtig mies. Ich glaube, ich habe wirklich gar nicht geschlafen. Es war eher so ein Einnicken und direkt wieder wach, weil die Louis halt immer geweint hat. Und ja, es geht halt schon ein paar Tagen so, aber die Nacht, die war einfach zu krass. Und dann habe ich natürlich heute Morgen direkt beim Kinderarzt angerufen und halt erzählt, also Luisa hat Husten und Fieber vor allem, hohen Fieber bei fast 40 Grad. Und ja, haben dann einen Termin bekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich ihr das erzählt? Wir haben ja einen Termin bekommen. Nicht so spät, eigentlich vorher, aber das so war die Zeit, wo ich Janu abholen musste, um mittags rum. Und ich meinte, wenn es ein bisschen später wäre, dann könnte ich, aber das war dann schon 12 und da schließen die ja. Und genau da hätte ich nicht gedacht, da hätten wir nicht warten müssen und wir wären direkt dran gekommen, weil da nämlich jemand abgesagt hat. So, auf jeden Fall. Ja, hat leider nicht geklappt und ich meinte, ich muss abklären lassen, ob die Luisa vielleicht eine Lungenentzündung hat oder so, weil das hört sich echt nicht gut an und sie trinkt nicht, sie isst nicht, also ich musste sie auch den ganzen Tag tragen, ne? Ja, dann Termin bekommen, heute Abend 17 Uhr, ich dachte, ich höre nicht richtig, ne? Ich so, um 2 Uhr? Nee, um 5. Ich so, oh, okay, ja gut. Ich war einfach nur glücklich, dass ich überhaupt einen Termin bekommen habe. Achso, ich mache mal nebenbei den Hustensaft, bevor ich es vergesse. Genau, dann eben halt da gewesen. Und ja, jetzt haben wir schon 7:15. Wir sind noch gar nicht so lange zu Hause. Aber ich muss sagen, mir geht es jetzt schon viel besser als eben. Als wir hingefahren sind, war noch überlegen, ob der Carlitos vielleicht mitfährt mit Luisa oder halt ich. Und am Ende bin ich dann gefahren und das war dann doch die gute, also eine bessere Entscheidung, weil die frische Luft hat mir halt echt gut getan. So, jetzt machen wir erstmal hier für die Luisa den Hustensaft. Den bekommt sie ja jetzt auch schon länger. Und ja, hat Bronchitis, fette Entzündung und bekommt Antibiotika, allerdings erst um 8. Genau, 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens, damit das halt alle 12 Stunden. Und es passt halt um 8 Uhr sehr gut. Da ist die Louis Melina schon, was ist hier passiert? Schon in der Kita und Janu ja auch schon in der Schule, schon abgeholt worden. Dann kann man das in Ruhe machen. Und Hustensaft kriegt sie jetzt noch. Ich war auf jeden Fall so erschöpft. Und dachte mir auch gerade noch, ich sagte zum Carlos, ich habe heute noch nicht gefilmt, ich kann nicht. Wir müssen heute auslassen. Aber wenn dann ein Video fehlt, ihr seid ja gewöhnt, dass jeden Tag, gewohnt, dass jeden Tag ein Video von mir kommt. Und wenn man da nicht weiß, was Sache ist, ich meine, ich könnte auch ein Bild einfach posten, ne, und schreiben, hier, uns geht's mal. Ja, nun geht's gerade aktuell nicht so gut. Aber jetzt, wo es so abends einigermaßen geht, sie weint nicht, Carlos ist gerade die ganze Zeit mit ihr. Dachte ich mir, komm, ein Blabla-Video. Das heute auch total vermisst, die Kamera nicht anzumachen. Ein Blabla-Video, deswegen gibt es für euch einfach nur ein Blabla-Video, ein kurzes. So.
So. Und die Praxis, oh mein Gott, die war so überfüllt. Nicht nur die in der Praxis selbst, sondern vor der Praxis, in diesem, ja, weißt du, in diesem Raum davor, wo man auch, genau, plus vor dem Aufzug. Da waren auch welche. Ja, stimmt, da sind ja auch. Und immer wenn einer kam und gerufen hat, ging die Tür auf, ja, um zu gucken, also die dahinter, die da am Aufzug waren, um zu hören, ob sie denn aufgerufen wurden, weil von da hörst du ja nichts. Und dann haben sie halt immer gerufen, ne? Haben sie den und den Namen aufgenannt. Ja. Was? Ja. Was hat die Luise? Hast du ihre Haare gemacht? Ah, Carlitos hat die Haare von Lou gemacht. Tja. Zeig mal die Haare, Luise. Was hat Papa mit dir gemacht? So viele Haarspangen? Haben wir schon keinen Abdrücken so gemacht? Süß. Halt das mal fest. Ich zeig das eben. Dein Kunstwerk, ja. Schaut mal. Das ist meine Haarspange, das ist nicht von den Kindern. Was ist das denn? Sie möchte den Hustensaft, möchte sie nicht. Musst du dein Glück versuchen. Heute Morgen wollte sie schon nicht und ich habe es irgendwie geschafft, spielerisch. Aber hat nicht alles getrunken. Ich meine, da ist schon so wenig drin und dann, ja. Hallo? Okay, was ich noch machen wollte. Mir ist aufgefallen, dass ich diese, ja, wie nennt man die, Babywickelunterlagen, die Unterlage hatte ich nicht im Auto, beziehungsweise nicht in meiner Tasche und ich wollte eine reinlegen. Da hatte ich euch ja erzählt, ne, dass ich euch das so sehr empfehle, falls die Fruchtblase unterwegs platzt, vor allem dann ins Auto, ne, wenn man sich ins Auto setzen muss. Und naja, ich habe es ja einmal erlebt, daher... Ja, lege ich mir jetzt da vorne hin, damit ich mir das in meine Tasche legen kann. Und wäre gar nicht verkehrt, eine in die Tasche. Und Luisa? Ah, da bist du. Und guck, Mama kommt gucken. Und eine ins Auto, genau. Ja, ich komme gucken. Nehmen wir die mal hier hin. Luisa, was willst du mir zeigen? Was willst du mir zeigen? Spielen. So viel Lego. Wir haben echt viel Lego. Obwohl, das ist gar kein Lego. Doch, da, die Kiste ist mit Lego. Ja, Schatz. Ist gut. Du willst was essen? Was möchtest du denn essen, Schatz? Mama, soll ich das essen? So eine Waffel? Papa, du darfst das essen? Ja, dann nimm dir doch eine. Nimm dir doch eine. Nimmst du auch für Gian eine mit? Der mag bestimmt auch eine essen. Ja. Ja, warte. So, dann legen wir die beiden da rein. Gut. So. Und ich habe mir jetzt ein Fußbad verdient. Gucken, ob der Carlitos mir eins machen möchte. Luisa, kommst du zugucken? Ich glaube, so ist das Licht besser. Kommst du zugucken, Luisa? Ja? Eigentlich hatte euch ja gestern im Video erzählt, wollte ich heute die Tuchmaske für den Bauch mal anwenden. Aber das verschiebe ich. Wie, das mache ich jetzt nicht. Das verschiebe ich dann auf morgen. Oder wenn es der Louis besser geht. Wir sind beide ganz müde, oder? Nur bei die Luise. Vor dem Arzttermin hat sie dann 2 Stunden geschlafen. Und ich habe mich halt daneben gelegt und habe dann auch so... Also ich bin auch eingenickt, also ich habe auch ein bisschen geschlafen. Papa kommt. Versuch du mal dein Glück. Was denn? Sie sagt, kein Hustensaft. Möchte sie nicht. Ich bin bereit für ein Fußbad. Ja, wenn du magst. Vielleicht kann Luise sich hier neben mir setzen und zugucken. Handtuch. Was brauche ich noch? Das Handtuch.
Also nur Wasser, was schön warm, ne? Ja. Überleg, was man da reinschütteln kann. Weiß nicht. Gute Nacht. Gute Nacht für die Füße. Kannst du machen. Ja. Kannst du ein bisschen davon reinmachen. Komm, Lu. Komm, Luisa, wir holen Socken für Mama. Nimmst du das mit? Gehst du hier lang? Komm, flieh hier lang. Ach, ich denke, ich gehe baden. Oder duschen. Weil oft, wenn ich dann duschen gehe, dann setzt sie sich da auf den Hocker daneben und will mal gucken, wie die Mama sich wäscht. Sie guckt dann immer so ganz genau, also interessiert und... Und letztes Mal sind wir bei Carlos aber am Duschen, wir sind reingeplatzt. Und da war die auch total überrascht, so Papa nackig gesehen. Das ist doch voll normal, ne? Das Normalste auf dieser Welt. Nehmen wir Socken. Ich ziehe ja eh die Socken gleich wieder aus. Also gleich. Nachher, wenn ich mich hinlege. Ayo, ich bin nur am Gähnen. Tut mir leid. Guck mal, Luisa, da kommen wir hin. Hier, Papa, mach das hier. Ach, hier ist ja auch die Steckdose. Hier passt das perfekt. Komm, guck mal. Guck mal. Oh, so, ich... Wir machen das jetzt mal eben hier. Also, ja, Luisa, sind da Ki? Luisa kommt neben mich. Ja, will ich dir helfen? Komm ich jetzt. Oh, ja. So. Die Luisa macht ja auch immer sehr gerne Fußbad. Haben wir schon öfters gemacht. Boah, tut das gut. Das ist so schön warm. Boah, da kriege ich Gänsehaut. Was mal hier. Ich mache das gleich an, dann fängt das an zu blubbern. Oh, das ist richtig gut, Leute. Jetzt hier so hinlegen. Ich hol mal meine Kugel. So. Boah. Tut richtig gut. Und morgen dann die Tuchmaske wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ne, natürlich geht die Louis vor. Da muss ich gucken, wie das so passt. Bewegt sich. Hm. Ja, Luisa. Die guckt die ganze, die denkt sich wahrscheinlich, wann geht das Gerät an? Mhm. Na, Luisa? So, ich glaube, ich mach das mal an. Anmachen, Luisa! Ja? Sieh? Dann mach mal an. Lass mal hier. Oh. Fußmassage. Darf die Luisa dann auch bald, ja? Oh, guck mal, sie will ihre Hose ausziehen. Sie will ihre Hose ausziehen. Richtig, richtig gut. Oh, Luisa, willst du auch? Schaut mal, was der Carlitos gemacht hat. Und die Lu, die freut sich. Da muss aber ihr kleinen Stuhl holen, den roten. Warum? Wie soll man das denn machen? Ich habe mal jetzt ein bisschen leiser gestellt, ruhiger. Oh mein Gott, Luisa! Sie mag das, ne? Wow! Wow, Schatz! Wow, schön! Mit dir? Mit der Windel sitzt sie hier. Schön! Wow, ist Wellness für die Füße. Gute Nacht für die Füße. Wie sie guckt. So, ihr Lieben, ich lass euch jetzt auch hier mal, dreh mal die Kamera um. Hatte der Carlos eine tolle Idee. Also sie freut sich total. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt nur ein kurzes Video ist. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Tschüss.